Willkommen zu einem neuen, super flutschig, feuchten Let's Play. Wir werden heute gemeinsam SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated spielen. Endlich ist das Spiel da. Wir haben ja noch eiskalt entwischt, gestern durchgespielt und ich habe ja gesagt, wir dürfen einen Tag früher anfangen. Großes Dankeschön an THQ Nordic, die das Ganze hier ermöglichen. Leute, wir starten direkt mit einem neuen Spiel, aber das Coole ist, ihr könnt dieses Spiel auch hier gewinnen und zwar einmal für die PlayStation 4 als Code und für den PC als Code. Ihr müsst dazu einfach nur einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen. Mein Discord findet ihr auch immer in der Beschreibung verlinkt und einfach das Video hier bewerten und schon seid ihr dabei. Ihr habt 4 Tage Zeit, dann werde ich jemanden über Discord anschreiben und jetzt starten wir endlich mit einem neuen Spiel, denn ich bin ein riesengroßer SpongeBob-Fan. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen! Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet, halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen? Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau! Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau! Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau! Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken.
Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. So, Leute, ja, endlich die Originalstimmen im SpongeBob-Game. Sehr, sehr geil. Klar, natürlich, die Atmosphäre wird dadurch deutlich besser. Aber naja, wie gesagt, ich bin ja die alten Videospielstimmen gewohnt. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich mochte die. Ich mochte die. Man darf froh sein, wenn ein Spiel überhaupt eine deutsche Synchronisation bekommt. Und natürlich, das Spiel ist für Kinder in erster Linie. Bedeutet aber nicht, dass ich nicht als männlicher Erwachsener damit keine Freude haben kann. Denn SpongeBob geht immer, Leute. Das ist Kult. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du RT drückst. Okay. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwender SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken SpongeBob gefunden hat. Und die Zahl links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. Unterhosen sind wahrscheinlich wieder Leben. Ja, hier sehen wir alles. Boah, die Animationen und so, das ist schon wirklich sehr, sehr schick und sehr, sehr süß gemacht. Also ich bin gehypt. Wichtige Neuigkeiten! Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber versichert, dass die betreffende Person sehr große Probleme bekommt. Uh-oh. Sagte ich große Probleme? Ich meinte so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, während diese tragische Geschichte sicherlich noch tragischer wird. Oh oh, Patrick steckt in Schwierigkeiten. Und wer hat das dahin geschmiert? Moment, 10 Münzen brauchen wir hier oder vielmehr 10 Blumen. Glänzende Objekte, naja, sehen aus eigentlich wie die Blumen. Wie viele haben wir von denen? Einige. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wieso denn? Dies sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvollere glänzende Objekte sind in der Regel schwierig zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Ja, wir haben jetzt genug. 60. Wir brauchen aber hier noch so einen güldenen Pfannenwender. Der ist noch wichtig. So, im Badezimmer waren wir drin. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Keine Zeit für einen Imbiss. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Gut, tun wir. Yay. Und gib mir jede Menge von diesen glänzenden Objekten. Das ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Sie riecht ein wenig streng, aber sie ist wichtig. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Gott sei Dank hat er immer mehrere Lagen. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die in Bikini Bottom versteckt sind. Und es SpongeBob erlauben, mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viele Unterhosen SpongeBob trägt, indem du RT drückst. Mann, das muss doch ganz schön zwicken, oder? Wenn man so viele Unterhosen anhat. Oh, guck mal hier. Yay! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich bekämpfe den Feind mit Liebe. So bin ich drauf. Was ist das hier? SpongeBob kann springen, wenn du A drückst. Drückst du A, während SpongeBob gerade in der Luft ist, macht er einen legendären, aber physikalisch unmöglichen Doppelsprung und kommt noch höher. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Ja, ist eigentlich gar nicht möglich. Ich meine, Doppelsprung. Wer kommt denn auf so eine dämliche Idee? Was hier mit der Kiste? Das Bild hier, süß. Ah, geil, Mann. Einfach nur geil. Jetzt bin ich wieder hier. Warte, dann schauen wir uns mal die andere Tür an. Ah, was haben wir denn hier? Erstmal hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wir nennen sie Blumen. Es sind Blumen.
Drück X, damit SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. SpongeBob kann den Blasenwirbel benutzen, um Tikis aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mitten in der Luft auch den Blasenwirbel ausführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. Moment, was ist, wenn ich hier so drauf drücke? Ah. Alright. SpongeBob hat sehr viele Bücher. Obwohl, die gehören, glaube ich, alle Gary. Alter, wie cool. Schaut euch das hier mal an. Moment, was soll ich hier machen? Alles klar, warte mal. Ich muss hier hin. Drücke die B-Taste, wenn SpongeBob in der Luft ist, damit er einen Blasensprungangriff ausführt. Der Blasensprungangriff kann Tikis und Roboter zerstören, die sich direkt unter SpongeBob befinden. Außerdem können damit Schalter am Boden gedrückt werden. Der Blasensprungangriff kann SpongeBob nur machen, während er in der Luft ist. Huh. Moment. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Oh, wie funkelnd. So, da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Das sind nur alte Comics, Spongy. Okay, was haben wir hier? Drücke Y, wenn SpongeBob auf den Boden ist, damit er einen Blasenschlagangriff macht. Mit dem Blasenschlagangriff kannst du Tikis und Roboter zerschlagen oder Schalter drücken, die sich direkt über SpongeBob befinden. Wenn du dieses Symbol siehst, kann SpongeBob sich darauf stellen und den Blasenschlagangriff machen, um Tikis zu zerstören, die direkt über ihm sind. Man bekommt aber auch wirklich alles ganz genau erklärt, oder? Guck mal hier, ich trage so einen Quallen-Wikinger-Helm. Auch süß. Ich muss sagen, echt alles sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ich find's cool. So, was haben wir denn hier? Moment, die letzte Notiz. Um zu sehen, wie gut sich SpongeBob in den einzelnen Levels des Spiels macht, kannst du drücken, bewege im Pausemodus den linken Stick, um ein Level auszuwählen. Wenn du ein Level ausgewählt hast, kannst du A drücken, um dir die Details dazu anzusehen. Sobald die Detailansicht geöffnet ist, musst du L nach links oder rechts bewegen, um einen Hinweis auf jeden goldenen Pfannenwender zu bekommen, von dem SpongeBob weiß, indem du A drückst, wenn der Hinweis auf einen goldenen Pfannenwender ausgewählt ist. SpongeBob kann ein Taxi nehmen und von überall im Spiel direkt zum Gebiet des Pfannenwenders fahren. Achso, das ist jetzt wieder so ein bisschen wie, ja. Moment, das kann ich hier so ein bisschen bewegen. Gut, schauen wir mal rein. Also, hier hin. Und jetzt Details. Und hier reisen. Ja, bitte. Das ist wie in den anderen Spielen. Da war es über diese Kartons. Hier läuft es irgendwie über so ein Taxi. Also müssen wir ganz schnell hier hin. Also man muss nicht wild durchs Level rennen, sondern man kann auch hier so eine Schnellreise machen. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche in Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Gut, ich denke mal, mit dem Tutorial sind wir durch und jetzt können wir hier rein. Oder vielmehr hier raus. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment. Eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht.
Tja, dem kleinen Plankton, den kann man nie über den Weg trauen. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig den Robotern, wer der Boss ist, nämlich ich. Ei, ei, Sir, was ist das hier für ein Ding? Oh, wie Mr. Krabs, die nur explodieren. Super Combo. Hey, Kumpelblase. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Oh, das ist aber nett. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid, ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Oh, ein bisschen zu schnell gedrückt. Geschenke wusch. Öffnen ist klasse. Wusch und wusch. Mega Combo. Monster Kill, Kill, Kill. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Oh Mann, Leute, das wird ein Abenteuer. Ja, wissen wir. Okay, hier wird dir wirklich alles 10-mal erklärt. Es glänzt. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Warte mal, wenn ich hier drauf gehe, haben wir hier wieder so Zeitlimits? Irgendwie ein eiskalt entwischt. So, hier nochmal den Super Move. Da oben ist eine Unterhose. Okay, hier sehe ich jetzt gerade ein Zeitlimit. Gibt's also auch wieder. Moment, hier hin. Jetzt führt mich das Baby hier nach oben und... Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das wow, ist klasse. Alter, er kann sich festhalten. Nice. Also das ist jetzt schon mega cool. Was sind eigentlich hier mit den Raketen? So, erstmal die hier zertrümmern. Ich habe einen weiteren güldenen Pfenner. SpongeBob! Diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ja klar. Ich will tauschen. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauche im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. 3000 und ich habe 161. Ja, das werden wir erstmal nicht machen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Okay. Ich kann den hier aktivieren. Dann macht er hier so ein bisschen Ramba-Zamba. Wie es scheint, hier brauchen wir 15 Stück. Für das Rennen hier drüben brauchen wir 10. Können wir dann auch hier hin? Ja, wir können uns hier frei bewegen. Oder auch nicht. Wow! Die Hand, sie wischt mich davon und sagt, nein, da kannst du nicht hin, kleiner SpongeBob. Okay, können wir hier rein? Yes, können wir. Geil, Mann, Thaddäus Hütte. Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Alter, das Bild im Hintergrund. Mein Leben. Thaddäus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Ha, ha.
Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Was? Wow, er hat eine Lampe. Wahnsinn. Wow, eine echte Lampe. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Der Hübschling. Das war auch eine krasse Folge. Kann ich hier seine Sachen zerstören? Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Was? Moment. Dankeschön. Dankeschön, Thaddeus. Damit haben wir 3 Stück. Ich wollte eigentlich nur deine Sachen hier vernichten, mein Freund. Gut. Wir besitzen 3 und 223 von den Glitzerdingern, den wertvollen. So, warte mal. Wir haben jetzt 3 Stück. Taxi geht hier drüben. Moment. Nein, 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 nein. Erstmal hier noch ein bisschen rum. Wirbel, wirbeln. Oh, oh, oh. Die sind böse, Freunde. Die sind böse, aber ich kann hier nochmal Sachen mitnehmen. Genau deswegen tun wir es. Na gut. Die hau ich noch weg. Okay, wir brauchen 5 hier drüben. Und wir haben jetzt 3 Stück. Taxi! Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. 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 Oh, Thaddeus. Thaddeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Haha! Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst! Männlich! Mann, das wird echt geil, das Spiel. Also bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Katsching! Und die Grafik und so. Bunt, süß, nice. Einfach nice. Gib mir mal das hier und Wams! So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten spongetastischen Folge SpongeBob. Lasst eine Bewertung da, denkt an das Gewinnspiel. Großes Dankeschön nochmal an THQ. Genau meine Größe. Ist hier zwar keine bezahlte Aktion, also keine PP, muss das Spiel also nicht schönreden, aber ich habe mich halt auch mega drauf gefreut und find's geil, dass ich heute schon loslegen kann. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!